Ich wollte mal ein Projekt starten, was kein Mensch verstehen wird. Eigentlich würde ich das sehr, sehr gerne so geheim halten, so, dass man erst, wenn das Video beginnt, merkt, was es ist. Aber im Titel steht sowieso, was es ist. Also, spanne ich euch nicht lange auf die Folter. Es wird witzig. Ich freue mich drauf. Es lädt. Und es fallen Lego-Steine vom Himmel. Oh mein Gott, es ist so hochauflösend. Es ist eine Auflösung 400, 640 mal 480. Das heißt, es wird auch nur in 480p hochgeladen. Und oh mein Gott, ein UFO. Mein Gott. Achso, was ist das? Titten. Nein, ist doch ein UFO. Ein Titten-UFO. So. Haben wir. Was? Ja, ein hochauflösendes Intro. Sehr hoch. Oh Gott, Pixel! Ich überspringe das. Und du kannst aus Blumen blühen? Schau dir. Halt die Klappe, ich will keine Tipps. Da, was ist das? Ich habe das in einer kleinen Kiste gefunden, weil. Oh, halt die Klappe, ich rede! Das habe ich jetzt gemacht. Klick mich an, klick, klick, Na, klick. nein! Klick den nicht an. Ich habe das in so einer alten Spielzeugkiste bei mir gefunden, irgendwo. Also irgendwas, was im Keller stand. Halt die Klappe! Und ich dachte mal, hey, das habe ich damals so gern gespielt. Jetzt kann ich das ja auch nochmal spielen. Aber du musst das so machen. Wähl die Buchstaben in deinem Namen und klick das Häkchen an, wenn du fertig bist. Ja. Und schon kann der Spaß so richtig losgehen. Ich kann WASD. Doch, doch, doch. Aber. Okay, die Tastatur kann ich auch benutzen. Das wäre wahrscheinlich auch schnell gegangen. Okay. Och, meine Fresse! Hier kann man so. Ja, ich gehe jetzt dahin. Nein, Und erst will ich jetzt ein Rennen bist du fahren. Pepper. Halt die Willkommen auf der Klappe! Lego-Insel. Halt die Klappe! Hey, das hier Oh, nicht. warum? Wenn ich es mir recht überlege, eigentlich habe ich dich erwartet. Na, egal. Wenn du dir einen Rennwagen bauen willst, und wer kann schon dazu Nein sagen? Halte danach Ausschau und drück drauf. Ja. Kann ich mich auch bewegen? Nein. Ach so, ja. Wir sind Kinder, wir steuern mit den Pfeiltasten. Ist doch logisch. Das Spiel ist cool. Die Musik ist eigentlich gar nicht schlecht. Ich muss die nur mal ganz kurz leise. Oh mein Gott, ein Polizist. Hau ab von mir! Die sind so depressiv, die laufen alle. Egal. So, ich klicke da jetzt rauf und baue mir ein Auto. Ja, Nein, alles im Lack. du sagst. Ich bin Ingenieur und du bist super pünktlich. Moment, Ich bin Ingenieur und du bist super Oh, pünktlich. was? Bist du bereit, dein eigenes Auto zu bauen? Falls nicht, kannst du dich durch Anklicken dieses Dreiecks aus dem Staub machen. Ich habe hier Tasse! ziemlich zu tun, also hol mich nur, falls du den Kopf verlierst. Ich weiß, dass du mehr Köpfchen hast als ich. Und ich habe zig Autos gebaut. Du machst das also Wo ist die garantiert Tasse? unterwegs. Mit diesem Hebel Blumensaft. bewegst du die Regale mit den Autoteilen. Halt! Klick sie an, zieh sie zum Rahmen. Die Farben findest du da drüben. Und mit Hilfe dieses Hebels kannst du dir dein Auto von allen Seiten anschauen. Wenn du fertig bist, klickst du das Dreieck an und jemand bringt deinen Wagen für eine Testfahrt nach draußen. Na dann, viel Glück. Ich muss jetzt los. Ich weiß nicht warum und wie, aber ich muss in der Heizung stecken. Und tschüss. Halt die Klappe. So. Komm jetzt ein Auto. Ach ja, die Farbe kann man auch wählen. Aber. Naja, machen wir den mal. Ein bisschen nee, wir machen den rot. Wir machen den rot. So, das kommt da oben rauf. Das bleibt rot. Das Ding finden wir wo? Das finden wir hier. Das. Sieht aber in schwarz am besten aus, also bleibt das auch schwarz. So. Was es auch immer ist. Sind das die Teile hier? Auch rot. Da oben. Nee, das. Ah, das Ding, okay. Das kommt auch schwarz. So, das. Das machen wir aber wiederum rot. Achso, ist nur die. Egal, sollte reichen. Ein Lenkrad, das wird aber rot gemacht. So. Das rote Wunder kann ich da leben. Das wiederum schwarz. Diese Aufkleber. Achso, die kann man ändern. Nehme ich mal die 5. Leider gibt es keine 4. Das würde ich nehmen. Oder alte 4. Oder so. So, ja, und jetzt nochmal ein bisschen vorne. Und dann nehmen wir natürlich eine andere Nummer, weil das halt so ist. Nein, das kommt auch schwarz. Genial.
genital. Halt die Klappe! Starke Reifen hast du. Da war eine super Katze. Gemacht. Ich lasse es von jemandem nach draußen bringen. Ach ja, komm einfach wieder vorbei, wenn du später noch Änderungen vornehmen willst. Ja, ja. Ist ganz individuell. Ganz individuell. Chrysler ist auch individuell. Politik ist auch individuell. Ja, ja. Halt die Klappe, du bist nicht individuell, auch wenn du I auf dem Ding hast. Sehen, was der Wagen so drauf hat. Gleich in einem Rennen antreten. Schwing dich hinter das Steuer und schon kann's losgehen. Ja, ja. Was zum Teufel, Matrix? Das war Neo. Achso, Pfeiltasten, ja, oder? Was? Achso, ich kann nur raufgehen. Ich kann mich gar nicht bewegen. Naja, jetzt beginnt ein Rennen. Ich weiß noch aus meiner Kindheit, dass das verdammt schwer ist, das Rennen. Willkommen auf dem Brickyard 500. Ich heiße ja. Ich klick dich weg, geht nicht. Meine Damen und Herren, die Motoren anwerfen und los geht's. Yeah. Bist du zum What the fuck? Wo ist das denn? Gespenster! Ah! Ah, it's blitz! Ah, schlechte Steuerung! Ah, Pitzen! Nö! Ey, das ist so... So eine Hammer-Steuerung! Wenn ein Formel-1-Spiel so eine Steuerung hätte, das wäre ja Hammer! Bam! Nö! So, hier hoch, das ist okay. Dann hier runter. Ja, das ist nicht auf jeden Fall. Bam! Nein! Ah! Oh mein Gott! Ich werde durch, danke. So. Ja, okay. Bis jetzt eins ganz okay. Dahinter kommt ein Oktopus. Oktopussi. So, warum haben wir eigentlich Benzin? Das ist ein Rennen, das ist irgendwann zu Ende. Nicht mehr tanken oder so. Ich kann mich nicht dran erinnern. So, hier durch. Mossiger ist natürlich nicht. Ah, aber was zum Teufel? Ab zwei Runden, oh mein Gott. Ich müsste nach Mario Fan 888 fragen, ob er hier mitmacht. Ich versuche mal so zu reden wie er. Was sind das für große Pitzen? Ich kann nicht so reden wie er. Ich krieg's nicht hin. Ah, was ist das für ein komischer Klempner? Oh Gott, Mario Fan 888. Das ist zu gut. Aber das ist so Hammermusik. Kann man das abbrechen oder so? Ja, ESC ist nicht Pause, das ist Abbruch. So lerne ich gleich wieder hier. Leck mich. Und jetzt bist du Pepper. Willkommen. Weiß ich! War ich eben auch schon. Ich will jetzt eine Pizza ausliefern. Güte, was zum Stolperstein habe ich mir nur gedacht? Ich habe da noch eine kleine Sache vergessen. Wenn du in der Pizzeria beim Ausliefern der schmackhaftesten Schlemmereien der Lego-Insel aushelfen willst, klickst du einfach die Pizzeria an. Dann zeigt dir jemand, was du tun musst. Ja. Wenn du das allerdings nicht tun... Leertaste. Anklicken. Leertaste. Pizza anklicken. So, jetzt fahr ich Skateboard. Mit guter Musik. Halt die Klappe, ich geh da jetzt hin. Ich weiß, dass ich zum Gefängnis muss. Ich weiß noch von damals. Straßensperre. Hier geht's nicht weiter. Versuch's mal auf der anderen Straße oder komm später. Es hat aber geklappt. Ja, das steht ja im Weg, natürlich. Das machen die Leute immer. Jetzt kommt nämlich das, was ich nie geschafft habe. Und zwar, wenn das jetzt überhaupt kommt. Ich muss ja erstmal rein. Steuern wir uns ja auch so. Hammer. Bring mir die Pizza, Pepper. Nick hat gesagt, ich soll ein Auge drauf haben. Endlich kann ich. Ah, das ist nicht Pizza mit Paprika, Sardellen und doppelt Knoblauch, wie ich wollte. Ich meine, wie Nick bestellt hat. Ja. Ist nicht deine Schuld, Pepper. Bist ein guter Junge. Wie sieht's draußen aus? Ich habe gehört, dass man jetzt mit dem Hubschrauber über die Pizza fliegen kann. Mit einem Set. Du solltest das mal probieren. Das ist echt cool. Ach so, ich brauche erst den Hubschrauber, genau. So war das. Geh natürlich in die Polizeistation. So in Donuts. Nom 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 nom. Ah, delicious Sandwich. Gott. Hammer. Hammer Spiel.
Oh, jetzt. Halt die Klappe! Wo? Hallo, ich heiße Ingo Nö oder auch Ingobert. Ich setz nur schnell die Polizeikappe auf und aufgepasst! Setz nicht auf. Nur immer locker bleiben, kleiner Chef. Setz die Katze auf. Die Kappe und nicht ich. Egal, zurück zum Bauen. Wo ist die Katze? Du kannst also gerne einen Hubschrauber bauen. Falls nicht, musst du dich für das Dreieck entscheiden und dich verabschieden. Halt die Klappe, Katze. Erstens, Katze. Mit dem Hebel bewegst du die Regale mit den Bauteilen. Anklicken. Ich baue einfach. Ach, den kann ich auch wegklicken, okay. Jetzt ist es mir aber egal, wie der aussieht. Ehrlich gesagt. Mit diesen 16 Farben, die man hier hat, ist das sowieso nicht relevant. So, das da und. Ach ja, meine Kindheit. Ich kaufe mir irgendwann mal so einen Lego-Baukasten. Habt ihr noch irgendwas zu Hause, Lego-mäßiges? Schickt es mir! Hier meine Adresse. Nein, okay. Ja. Weiß nicht, habt ihr das Spiel auch gehabt? Oder habt ihr es auch gespielt? Oder beim Freund gehabt? Oder so? Die Musik wird immer lauter. Motor. Und das Ding, was da oben raufkommt. Ohne Namen. Bam. Und. Ja, was das da auch immer hinter sein soll. Halt die Klappe! Leertaste. Wichtigste Taste im ganzen Spiel. Ah, okay. Ah, oh! So. Da. Ich kriege diese Farbe nicht hin. Ich kriege die Farbe einfach nicht hin, naja. Etwas, was durchsichtig ist, geht halt nicht. Das ist. Der PC ist halt da doch zu schlecht für diese Grafik. Ja, Rotor, da oben. Verpiss dich! Kann ich jetzt fliegen, oder? Hey, was war das denn? Ach, ich dachte schon, es wäre der Steinbrecher. Du bist der Hubschrauberfreak. Gut gemacht. Was wollte ich dir gleich nochmal sagen? Ach ja, der Hubschrauberlandeplatz, er ist da drüben, neben dem Gefängnis. C4. Genau, danke schön. So, hier zu Fuß. Das merke ich daran, dass hier keine Hand ist. Sobald da eine Hand ist oder irgendwas ist, oder nicht ein Fahrzeug oder. Pepper oder was? Piep! Ja, halt die Klappe. Das Skipperfeld allein. Fangen wir es ein. Was? Warum bin ich ausgestiegen? Ladezeit. Ich muss Geräusch nachmachen, weil es das Geräusch gar nicht gibt. Bam! Vision. Ey, fast wie ein Call of Duty, also. So, jetzt muss ich nochmal die Pizza ausmachen. Erstmal zur Pizzeria wieder zurück. Es gibt auf dieser Insel noch ganz viele andere Sachen. Man kann zum Beispiel einen Krankenwagen fahren oder Polizeimission machen oder Jetski fahren oder Pizza ausliefern oder diese wunderbare Grafik begutachten und Abschleppdienst spielen und ganz witzige Easter Eggs. Hallo? Sehen. Okay, die schicken wir los. Ciao. Das war das Gefängnis. Hat sich nach Nick angehört, aber ach egal. Bring diese Pizza ins Gefängnis, Pepper. Mach ich, Pepper. Die feiern im Gefängnis wohl eine Party. Ja. So, jetzt geht's los. Und los geht's mit einer rechten Bit-Pizza in der Hand geht's zum Gefängnis. Und da kommt ein Baum und ich voll genommen. Ja, das ist Straßensperre, ich geb dir gleich Straßensperre. Fick dich weg! Party hard! Woo! Musik, ey. Toll! Meine Nix-Pizza. Ich nehme sie dir ab. Ah, endlich! Papas berühmte Paprika-Sardellen mit doppelt Knoblauch. Die stärkste Pizza der ganzen Insel. Kleine Belohnung gefällig, Pepper? Okay, hier als Belohnung ein Tipp von mir. Lerne lesen. Auf diesem Schild hier steht nämlich Steinbrecher füttern verboten. Ich halte diese Pizza einfach ans Schloss und warte, bis die Dämpfe ihre Wirkung zeigen. Und schon bin ich frei. Ja, so funktioniert das halt. Wie bin ich gerade darauf aufmerksam geworden, das hier zu machen? Das Let's Play. Und hiermit befinde ich mich aller Verbrechen nicht schuldig. Unschuldig wie eine neue Schachtel Steine. Ich kann jetzt tun und lassen, was ich will. Mach und was ich will du die willst. Stadt auseinandernehmen. Stein für dich. Stein. Stein um Stein! Rammstein halt.
Brrrm. Ohne Geräusche. Alarmstufe rot. Alarmstufe röter als rot. Welche Farbe das auch immer sein mag. Der Steinbrecher ist ausgebrochen. Ich wiederhole, der Steinbrecher ist ausgebrochen. Ja, sag mir das noch. Auweia, Pepper. Sag bloß nicht, du hattest da deine Hände im Spiel. Der Plastikfreak hat dich reingelegt, was? Ach, sag nix. Ich weiß, wie du dich fühlst. Wir haben jetzt keine Zeit für deinen Psychogramm. Infomaniac, bitte kommen. Infomaniac, bitte kommen. Schnell. Ich überspringe das so. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich muss zum Infomaniac. Nach oben. Wie ich auf die Idee gekommen bin für dieses, nennen wir es mal Let's Play. Der YouTuber Packman Manny. Kannst du mich hören? Geh zum Wohngebiet in der Nähe des Berges. Durch den Tunnel zum westlichen Teil der Insel. Schnell! Okay. Schnell halt. Anscheinend doch nicht da hoch. Ja. Der Steinbrecher ist los, der Steinbrecher ist los! Och mein Gott. Der Steinbrecher ist los. Oh mein Gott, hört auf. Der Steinbrecher ist los. Der Steinbrecher ist los. Oh nein! Ich dreh mich um Dreieck. Halt die Klappe! Der Steinbrecher ist los! Ich geb dir gleich den Steinbrecher. Hey, Party hard, aber nee. Der User Pac-Manny oder Pac-Money oder so, der damals YouTube-Hoops gemacht hat vom Master Davis. Der Steinbrecher ist los. Der Steinbrecher ist los. Der Steinbrecher ist los. Steinbrecher ist los. Ein Stein. Tja! Tja! Oh ja, Glitches. Oh, was für ein Scheiß. Ja. Was soll das? Ruhig bleiben! Und dann habe ich noch einen getreten. Und wenn er nochmal aufsteht. Dann tritt sie ihn voll aus dem Bild. Ja, der hat halt ein Video von dem Spiel hochgeladen, dann habe ich das gesucht und dann. Ja. Bam. Und dann habe ich das gefunden, installiert. Probleme gab es zu starten. Windows Vista ist halt ein bisschen zu alt für so ein Spiel, was auf Windows 95 gibt. Und da nicht mal richtig. Stopp! Und, wo sollte ich nochmal hin? Zum Wohngebiet. Das ist doch das Wohngebiet. Durch den Tunnel hieß es. Aber ich habe eine Abkürzung genommen, das ist wohl das Problem gewesen. Oh Gott, diese Musik. Weiß nicht, ich hab Teil 2 auch. Lego Insel 2 hat viel mehr Umfang, hat auch 3 Inseln, anstatt nur einer. Ich hab's sogar auf dem Game Boy Advance, das ist ein, es war ein Rollenspiel ohne Gegner mit Minispielen. Ganz komisch. Aber naja. Auf dem PC war es halt fast ein Shooter. So. Ich habe damit gar keine Probleme. Das ist der Tunnel zu dem Zeug, oder? Gab es nicht noch so eine geheime Höhle irgendwo? Ich versuche jetzt einfach mal hier durchzugehen. Vielleicht bringt das ja was. Ja. Na, wenigstens kommst du noch rechtzeitig, um das Schlimmste zu verhindern. Die meisten der Sperren haben wir schon beseitigt. Aha. Wir machen es am besten so. Dreh deinen Kopf noch weiter. Hey Leute, wie ist die Welt doch klein? Und sie wird immer kleiner. Wie ist die Lage? Hallo Leute, wie ist die Lage? Wir vermuten, dass der Steinbrecher die Stadt in alle Einzelteile zerlegen will. Verstanden, Boss. Schnell, ihm nach. Uns nach. Ja, hau den Cap runter. Bam. Okay, hier Plan A. Ich schnapp mir diesen Stein als Beweisstück und bring ihn ins Labor. Du durchkämpfst den Osten. Nick, versuch sie am Pass aufzuhalten. Du folgst ihm und klickst alles an, was er fallen lässt, Pepper. Das sind unsere Beweisstücke. Bleib los geht's, Fersen. Leute. Oha. Dann werfe ich ihn das auf den Kopf. So, wie lang? Mein Gott, er macht alles kaputt, dieser Sack. Wow! Und einmal gut durchschütteln. Hey, Pepper! Nimm das hier! Ich hab's angekriegt, danke. Soll ich das eigentlich noch machen? Das ist ja der reinste Ego-Shooter. Deswegen war ich als Kind schon so verdorben. Wo ist der jetzt lang gefahren? Da lang? Ja. Ich will mal ein Skateboard haben. Ja, also ihr merkt schon, dass das Spiel,
ist das Spiel, was GTA geprägt hat. GTA war damals, GTA 1 und 2 waren schon cool, aber das Spiel hat erst dafür gesorgt, dass, GTA 3 erschien. Richtige 3D-Grafik, also. Hammer. Hier kommt die böse Pizzaschleuder. Halt die Klappe. Hey, Peppa, hast du einen Stein bestellt? Badumtisch! Oh Gott, war der gut. Der Steinbrecher muss aufgehalten werden. Ich kann den Schatten, den er anrichtet, schon nicht mehr. Der Steinbrecher muss aufgehalten werden. Ich kann nichts dafür, dass die Leute hier grunzen, aber trotzdem. Das Geräusch. Die Musik ist irgendwie gar nicht so scheiße. Da fährt er mal durch mich. Das ist voll brutal. Schuss und Tor! Ey, der Synchronsprecher. Ich will den mal kennenlernen. Der Skype. Der hat bestimmt Schüler von Z. So. Ich kann fast nicht mit denen sein, dass sie sich dann verändern. Aber okay. Wäre zu schön gewesen. Was ist das für ein Krankenwagen? Wie fährt der los? Was hat der für eine Hydraulik, bitte? So ein Lowrider oder was? Das Spiel ist ja besser als der Lowrider-Simulator. Muss von dem Pepperoni kommen. Du kannst vielleicht einen Stein fangen, mich fängst du aber nicht, Kleiner. So, ja, und dann baue ich mir danach, baue ich mir einen Dingsbums, einen Helikopter wieder. Merkt man auch schon an den Teilen, dass da ein roter lag oder so, hat nichts damit zu tun. Minus ein Baum? Stell noch diesen Baum auf die Straße, hast ja nichts Besseres zu tun gerade. Das alles zusammenzusetzen. Das Spiel ist so Hammer. Jahrelang Spaß habe ich damit gehabt. Nein, nicht wirklich, aber. Weiß nicht. Wo ich das Spiel gehabt habe, hatte ich auch schon Command & Conquer gespielt, also. Das erste. Rebellion. Wars Conflict. Wie hieß das? Hey, wie ist das erste du blockierst Command & Conquer? Die Straße, Kleiner. Gar nicht übel. Ich lauf durch dich durch. Stirb. Wow. Und einmal gut durchschütteln. Der Spruch hat er ja vorhin schon gemacht. Genau, hey, Peppa, nimm das hier! Wow, halt bald alle Teile, das ist ja echt langweilig. Ich klick dich tot! Oh ja, und bei, unter Extras gab's noch diese ganze Lego-Insel als Bild zum Ausdrucken. Ich verstecke die anderen lieber, das ist mir lieber. Gut gemacht, Mann. Und es war alles genau, wie wir dachten. Das sind Teile des Hubschraubers, also. Und nun die schlechte Nachricht. Uns fehlen immer noch 4 Teile. Wir dürfen auf dieser Insel keinen Stein auf dem anderen lassen. Such überall, Pepper. Klick an, was du findest. Werde tun. Haut ihr wieder ab, Mutter. Da ist jetzt die geheime Höhle, das weiß ich. Das wäre auch nicht, weil er am Weg ist oder so. Und hier ist eine Truhe. Aber hier tut es mir gerade nichts. Dieses Geräusch. Also die Musik muss dann diese Mischung aus Vogelzwitschern und einer Alarmanlage. Halt die Klappe. Gar nichts zu sagen, ich weiß, aber halt die Klappe. Ey, die Musik ist aber echt nicht schlecht. So, wo sind diese Drecksteine? Ja, das ist wohl nicht versteckt. Aber wer auch immer diese Musik gemacht hat, weiß nicht. Der hat sein Talent für dieses Spiel, glaube ich, verschwendet. Okay, das Spiel ist kindergerecht, sagen wir es so, aber irgendwie. Pepper, jetzt liegt's an dir, Junge. Die Stadt braucht deine Hilfe. Anstatt dass sie suchen wir, also, nee. Dieses Gezwitscher sagt mir, hey, da hinten ist ein Stein. Geh da hin oder. Guck, Tim! Stein, Tim! Stein! Stein! Stein, Tim! Stein! Da hinten liegt euch was. Ja, sieht so aus. Aber ich hasse es, man kann nur über diese Gehwege gehen und nicht übers Gras oder so. Und dann komme ich natürlich da hinten hin nicht mehr. Da hinten nicht mehr hin, so. Deutsche Sprache ist sehr schwer für mich. Sehr, sehr schwer. Ich lebe seit 30 Jahren in Deutschland. Ja.
dahinter. Ah, nix. Oh Gott, ich dachte, ich muss auf unten. Vier Steine fehlen denen, oh mein Gott. Ja, fast fünf. Aber okay, ich muss positiv denken. Wenigstens. Nicht fünf. Mir fällt auch nichts ein. Oder oben vielleicht? Noch. Kann man die letzte springen? Nein. Enter? Nein. Enter sowieso nicht. So, in Deckung gehen kann man auch nicht mit Tastenkombination. Lieber, so zurück. So. Ah, diese Musik. Dödem! Dödem! Achso. Aber fast. Alter für Games, Alter für Games. Da haben wir richtig schlecht. Ach ja. Ich weiß nicht, ihr fragt euch sicher komplett, was für ein Lied ich da gerade gesungen habe. Gehört das zum. Na, das geht hier, glaube ich. Da hinten! Yeah! Die Auflösung ist so miserabel bei dem Spiel, aber das war damals auch so. Sackgasse! Das Wohnungswitcher kommt von den Bergen, glaube ich. Also von dem, von der Gegend da halt, ne? Da hinten, hier so. Ja. Und es wird lauter und lauter und lauter. Oh Gott, ich hab's vorhin ignoriert. Ich wollte weg von diesem Geräusch. War ein Fehler. Hier hoch. Und vier Teile. Ah, ein Schlumpf! Brillant, hervorragend, sehr gut gemacht! Wir haben alle Teile für den Hubschrauber. Jetzt verfügen wir über alle Mittel und einen Plan, wie wir diesen schlecht gebauten Steinbrecher zur Strecke bringen können. Pepper, du bist unser bester und erfahrenster Bastler. Geh schnell aufs Revier und bau den Hubschrauber. Ich treffe dich dann am Hubschrauberlandeplatz, wenn du fertig bist. Ich glaube, wir haben einen Plan. Schnell! Ui, ist verpixelt. Na toll! So, das dauert nicht lang, ich mach ganz schnell im Speed-Modus. Nein, da war's! Ah! Da, so. Bam! Und das Ding ist da. Und bam! Nein, das Ding, genau. Genau. Und das kommt dahin. Und das, na warte. Du bist da. Und ein Rotor kommt natürlich hier hin. Schafft. Ich bin echt gut. Ja, bitte vorsichtig da oben, Pepper. Kannst du mich hören? Hier spricht Mama. Klingt, als ob es. Und zum Stolperstein zielst du hin, Pepper. Was soll ich überhaupt jetzt machen? Ah. Scheiße. Das ist der Strafzettel. Ich hab keine Donuts mehr. Achso. Ich glaube, ich muss mit den Donuts irgendwie. Pepper, hier spricht Kieselchen. Pizza ist da. Hammerstein schlägt wieder zu. Ich würde lieber für Chaos sorgen. Ich liebe Unsinn. Knapp, aber leider nicht der Steinbrecher. Nicht gut. Zwar nicht schlecht, aber auch nicht gut. Danke, ihr sprecht mir echt gut. Hier, Kieselchen, ich wäre gerne mit dir zusammen da oben. Sieht so aus, als hättest du eine steinstarke Zeit. Indem du, ich weiß nicht mehr genau. Hat was mit dem Hubschrauber zu tun. Nein, ich will nicht. Ich will jetzt spielen. Kann ich wieder hier raus? Was?
Willst du die Lego-Insel verlassen? Wenn du dich für den grünen Stein entscheidest, verabschiedest du dich. Nein. Halte immer auch schon nach dem Steinbrecher. Da hat echt fiese Tricks drauf. Sogar mich aufs Kreuz gelegt. Und ich habe ihn schließlich zusammengebaut. Danke. Wenn du ein neues Spiel... Wie komme ich jetzt raus? Klick das hin. Wie komme ich jetzt hier raus? Mach es kurz. Zeit ist Geld. Du musst nicht ewig hier bleiben und... Hey. Hey. Wie komme ich denn hier? Du schaffst es! Garantiert! Willst du die Lego-Insel verlassen? Nein, die Lego-Insel nicht verlassen. Guten Flug, Pepper. Und immer den Winkel checken. Ziele immer genau vor den Steinbrecher und lass uns ein paar Krapfen zukommen. Das macht uns schneller und ihn langsamer. Wir sind jetzt ein Team. Viel Glück, Partner. Und richtig zielen, Pepper. Ich will nicht wegen irgendwelcher Pizzas einen Unfall bauen. Viel Glück. Ah, okay, also ich muss ihn mit den Pizzen... Ja, bitte, vorsichtig da oben, Pepper. Ah. Kannst du mich hören? Wie spricht Mama? Klingt, als ob es die Mama... Jawohl. Papa versorgt dich eine Woche lang mit Pizza, wenn du den Titel kriegst. Na, aber leider nicht der Steinbrecher. Papa, hier spricht Kieselchen. Du machst dich ja echt gut. Ja, der wird irgendwie langsamer, oder? Ein Papagei an einer Körnerpizza. Wenn das vorbei ist, werde ich... Ich würde lieber für Karl sorgen. Ich liebe Ute. Eine tolle Aktion. Wo sind denn die anderen? Also die Polizisten, die haben schon einen mit der Donut. Hier, Kieselchen, ich wäre gerne mit dir zusammen da oben. Sieht so aus, als hättest du eine steinstarke Zeit. Oh Gott. Er wird langsamer, Pepper. Noch ein paar wie diese und wir haben ihn. Pepper, hier spricht Mark Kuhn. Du weißt schon, der Bauexperte. Nach meinen Berechnungen kannst du diesen Hubschrauber über einen Zeitraum von 5 Jahren abschrauben. Mathe- und Skateboard-Champion zu sein, ist also doch ganz nützlich. Ja. Und das bringt Punkte. Ja, jetzt hat er eine... Ein Unfall gebaut oder so. Ich würde einfach spielen. Toll. Ich bin gerade höchst konzentriert. Das Spiel ist schwerer als jedes Spiel, was ich je gespielt habe. Da hast du ja einen richtigen Treffer gelandet. Mitten ins Ziel. Ich habe keinen Pizzen mehr. Super, danke, Pepper. Genau die Energiespritze, die ich gebraucht habe. Hier, Lola, lieb ich. Geh aufs Ganze. Ja, die stehen jetzt aber da und können nichts mehr machen oder was? Nee. Der fährt auch noch einen Kreis oder was? Der Steinbrecher bricht jetzt ein paar Steine auseinander. Badamdisch. Steuerung ist so sensibel. Mayday, Mayday, Mayday. Wir schießen ab. Bin ich. Papa meint, du solltest dir das wie beim Tanzen vorstellen, Pepper. Wie beim Mambo. Nein, nein. Na, lieber Fox, kleb dich einfach an, wie beim Tango. Pepper, bitte kommen. Pepper, 10-4, Ende. Das hängt ja auch fest aus. Nicht gut. Zwar nicht schlecht, aber auch nicht gut. Okay, die laden sich wieder auf anscheinend. Pepper, hier spricht Mama. Wenn du ihn aufhalten kannst, schlecht. Schreib ich ein Lied Ganz langsam. Für dich. Wow, was für ein Schuss. Hey, ach, so kann man auch. Hier, kann man sich auch steuern. Kannst du dich mal ein bisschen beeilen? Mit der Maus. Es wird langsam brenzlig hier. Genauer ist es schon, aber... Ich kann ich dabei nicht schießen, also... Papa lässt dir ausrichten, dass du die Krapfen nicht vergessen sollst, Pepper. Schließlich kriegen auch Polizisten mal rüber. Wir leben nach dem Klischee. Oh Gott! Pepper, hier Nobby. Ich könnte dich da oben ganz schön alt aussehen lassen.
Ich versuch's nochmal, das letzte Mal. Das ist erschreckend. Ich danke unseren Glücksteinen, dass du uns hilfst. Ja, halt die Klappe. Wie? Ich bin auch hier wieder. Wir hängen an der gleichen Stelle fest. Also. Ja, So, ausloggen. Beziehungsweise wieder neu einloggen. Ach, jetzt wird's auch langweilig. Die meisten gucken eh nicht mehr zu. Los jetzt! Du bist doch ein Stein vom alten Schlag! Halt die Klappe. Das nehme ich als Beleidigung. Das klappt. Sei bitte vorsichtig da oben, Pepper. Kannst du mich hören? Hier spricht Mama. Klingt, als ob es dir ganz gut geht. Pepper! Papa versorgt dich eine Woche lang mit Pizza, wenn du den Typen fängst. Willst du, dass ich rauskomme und dir eine Geldstrafe für Umweltverschmutzung verpasse? Nimm den Steinbrecher ins Visier. Oh ja, sehr nett. Das ist das Ziel. Da hast du ja einen richtigen Treffer gelandet. Mitten ins Ziel. Das ist der Strafzettel, Kumpel. Du bist auf dem besten Weg als Held, Nick. Ich würde lieber für Chaos sorgen. Ich liebe Unsinn. Geradeaus, Pepper. Kieselchen, ich wäre gerne mit dir zusammen da oben. Sieht so aus, als hättest du deinen Stein verzeiht. Fahr doch mal zu ihm und nicht irgendwo anders hin. Ist nicht so schwer. Pepper, hier spricht Mark Kohle. Du weißt schon, der Bandexperte. Nach meinen Berechnungen kannst du diesen Hubschrauber über einen Zeitraum von 5 Jahren abschrauben. Kieselchen, die Sicht muss ja toll sein da oben. Von da sieht die Insel bestimmt wie ein witziger Bauklotz aus. Und du kriegst jetzt den Donut, damit du auch mal... Du machst dich echt gut. Wenn du so weitermachst, benenne ich meine nächste Bastelei nach. Steine. Ich muss dir sagen, dass das von hier unten etwas merkwürdig aussieht. Als ob es Krapfen regnet. Hier, Lola lieb ich. Geh aufs Ganze. Wenn du ihm jetzt direkt eine vor die Füße knallst, wird er langsamer. Dieser Sturstein kann nämlich Papas Pizza einfach nicht widerstehen. Wer kann dazu auch schon Nein sagen? Deine Pizzawürfel werden in die Geschichte eingehen. Super, danke, Pepper. Genau die Energiespritze, die ich gebraucht habe. Ja, jetzt fahr mal und hol ihn ein, oder? Dann fahr halt, komm vorbei. Hier wieder ran, warte die Garnit, hör zu, Pepper. Siehst du die Steuerung? Die musst du benutzen. Mathe- und Skateboard-Champion zu sein, ist also geil. Doch ganz nützlich. Diese Steuerung musst du benutzen. Nein. Pepper, hier spricht Mama. Wenn du ihn aufhalten kannst, so, jetzt kriegst du was. Haben die aber auch scheiße gemacht. Also echt, die ersten Mal. Pepper, bitte kommen. Oh, das ist doch jetzt 10-4, Ende. Hey, Pepper! Hier, Paco, klick! Kannst du dich mal ein bisschen beeilen? Es wird langsam brenzlig hier. Ja, jetzt halt an. Papa lässt dir ausrichten, dass du die Krapfen nicht vergessen sollst, Pepper. Schließlich kriegen wir auch Polizisten mal. Jawohl. Das ist das Ziel. Ich glaube, diese Punkte hier, mitten ins Ziel. Wenn die weg sind, dann verbrennt er. Nein, dann bleibt er stehen und ich habe gewonnen. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe einfach so, dass es so ist. Da bist du. Los geht's. Bin vor. Hier spricht der Informant. Was du auch tust, du solltest nicht. Also. Perfekt. Das ist der Strafzettel.
Spickzettel, Kumpel. Der Steinbrecher bricht jetzt ein paar Steine auseinander. Keine Pizzen mehr, super. Was sind jetzt in die Gebäude übrig sein? Hier rum, CD, bitte kommen! Lass mich ja nicht vom Steinbrecher abhängen! Was war das? War das der Steinbrecher? Ach nein, auch egal, nur heute schon, mein Junge! Willst du, dass ich raufkomme und dir eine Geldstrafe für Umweltverschmutzung verpasse? Nimm den Steinbrecher ins Visier! Ist da auch mal die Pizza, die da rumliegen. Sei bitte vorsichtig da oben, Pepper. Kannst du mich hören? Hier spricht Mama. Klingt, als ob es dir ganz gut geht. Das ist so schwer. Pepper! Papa versorgt dich eine Woche lang mit Pizza, ja, wenn du den Typen fängst. Versuch. So. Ich hab's damals nicht geschafft, wo ich ein kleines Kind war. Mein Werk. Meines ganz alleine. Und ich schaff's immer noch nicht. Meins. Meins. Tja, ist ja nicht ganz so schlimm, wie es aussieht. Oder vielleicht doch? Nein, im Grunde genommen kannst du einfach nochmal anfangen. Oder später wiederkommen, wenn du Lust dazu hast. Wir können alles wieder aufbauen, glaube ich. Ach, was sage ich da? Ich bin mir sicher, wir können es. Wir sind schließlich die Bewohner der Lego-Insel. Fang also ein neues Spiel an. Oder geh durch diese Tür und komm wieder, wenn du Lust dazu hast. Ja. Ich habe aber keine Lust mehr. Ich gucke mir noch dieses Haus an und dann beende ich das auch. So. Toll. Und toll. Und. Auweia, ja! Der Punktewürfel! Du verdienst dir Steine, indem du Rennen gewinnst oder Pizzas ausfährst. Ob du dich für Pepper, Mama, Nick oder eine andere Figur entscheidest, rot ist für die Champions, blau für den zweiten Platz, gelb für den dritten Platz und grau. Grau heißt, du hast noch gar nicht angefangen. Stürz dich in ein Rennen oder mach dich auf zum Strand. Danach kannst du hier deinen Punktestand checken. Ah, fast hätte ich's vergessen. Dieses Buch hier im Regal, es heißt Die Geschichte der auf der Lego-Insel erreichten Höchstpunktzahlen und handelt von, tja, von Höchstpunktzahlen. Nein. So, ja, ich bin fasziniert von diesen Paketen hier unten. Das ist bestimmt kein Krankenhaus oder so. Das ist tatsächlich kein Krankenhaus, okay. Ich beende das jetzt. So, ach, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit diesen schlechten Videos. Wieder an deinen Ausgangsort. Halt die Klappe. Willst du die Lego-Insel verlassen, wenn du dich für den grünen Stein entscheidest? Danke für den Besuch! Du kannst jederzeit gerne wieder. Nein! Halt die Klappe! Ich. Du irrst uns wählen, ich komm nicht wieder. Credits. So. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein klein wenig Spaß mit diesem Scheiß. Ich hab selbst. Oh, da. Genau, da liegt die Lego Insel. Ich hab selbst nicht ernst genommen. Das ist einfach nur. Es ist da. Ignoriert. Es ist da und wird nie wiederkommen. Es bleibt aber da. Es ist einfach nur da. Mehr nicht. Ihr müsst es ja nicht ansehen. Aber wenn ihr das hört, habt ihr es euch angesehen. Ihr seid so schlecht. Naja. Tschüss.